gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die sehr netten, einführenden Worte und für die Tatsache, dass ich wieder mal da zu Gast sein darf. Ich darf mich kurz vorstellen, bevor wir beginnen mit dem eigentlichen Thema. Du hast es ja schon erwähnt, mein Name ist Rainer Stropek. Ich bin ein Leondinger, Leonding bei Linz. Dort bin ich sowohl privat zu Hause, als auch ist dort meine Firma zu Hause. Ich habe eine kleine Firma, gemeinsam mit der Karin Huber, Software Architects heißen wir. Wir arbeiten sehr eng, in enger Zusammenarbeit da mit der Firma Software, mit Roman Schacherl und seinem Team, den ihr vielleicht auch da oder dort schon mal kennengelernt habt. Was tun wir? Wir sind spezialisiert auf Cloud Computing und Software as a Service. Das heißt, wir haben eigene Produkte rund um Cloud Computing und Software as a Service, die wir am Markt anbieten, und auf der anderen Seite helfen wir kleinen, mittleren und großen Firmen, die in die Cloud wollen. Das ist kurz gesagt der Job von meiner Firma. Ich persönlich verbringe ungefähr die Hälfte meiner Zeit mit unseren Projekten und die andere Hälfte meiner Zeit verbringe ich als Autor, Sprecher, Trainer, Workshopleiter und fahre da quer durch Europa und mache halt verschiedene Aktivitäten, sehr viel auch im Bereich Community, wie du schon erwähnt hast. Das ist nur ganz kurz zu meiner Person. Das soll auch schon genug sein für die Einleitung und wir gehen gleich ins Thema. Ein Thema, das für uns in meiner Firma und auch für mich persönlich sehr, sehr wesentlich ist. Serverless Computing. Serverless in Verbindung mit Microservices. Serverless Computing ist heutzutage ein ganz heißes Thema und ich möchte diesen Vortrag in zwei Teile teilen. Ich möchte am Anfang ein bisschen darüber erzählen aus der Praxis, warum dieses Serverless-Thema so wesentlich ist. Warum sind so viele Firmen heiß drauf, Serverless zu verwenden? Warum sind manche Firmen aber auch gleichzeitig sehr zurückhaltend und sagen, wir wissen nicht so recht, ob das die richtige Richtung ist, ob wir das auch tatsächlich so haben wollen? Das heißt, da werden wir ein bisschen darüber diskutieren, welche organisatorischen Rahmenbedingungen gibt es da, dass das funktionieren kann? Warum könnte dann das eigentlich interessieren? Und es wird technologie- und plattformunabhängig sein. Das, was wir da diskutieren, gilt für Microsoft genauso wie für Google, genauso wie für AWS, wie jeden anderen großen Cloud-Provider. Im zweiten Teil möchte ich einfach mal zeigen, wie so eine Serverless-Plattform aussieht, und wir werden ein paar lustige Programmierbeispiele machen, und dann nehme ich natürlich jene Plattform, mit der ich am vertrautesten bin. Das ist die Azure-Plattform. Wir werden uns dort anschauen, was Stand der Dinge ist, was man hier tun kann. Wir werden uns verschiedene Technologien ansehen, wir werden C-Sharp verwenden, wir werden Node verwenden, wir werden ein bisschen Workflows gestalten und einfach schauen, was da dabei rauskommt. Machen wir es, wenn es irgendwie geht, interaktiv. Das heißt, wenn irgendwo Fragen auftauchen, wenn euch was nicht klar ist, wenn ihr irgendwo nicht meiner Meinung seid, dann bitte gleich melden und dann können wir sehr gerne darüber diskutieren. Ich werde versuchen, die Zeit ein wenig im Auge zu halten. Mein Ziel wäre es, dass wir so eine Stunde in etwa gemeinsam diskutieren, beziehungsweise dass ich was zeigen kann. Wenn danach noch Fragen sind, die werden nicht gleich loslaufen, dann werden wir eh sehen, wie sich die Zeit ergibt. Schön. Es versteht sich von selbst, dass ihr sehr gerne alle Slides, alle Beispiele haben könnt. Es ist sowieso von mir alles auf GitHub verfügbar, alles MIT-Lizenz. Das heißt, wir konsumieren nicht nur Open Source, wir versuchen auch dem Open Source Gedanken zu folgen und was zurückzugeben. Alles, was ihr hier seht, ist frei verfügbar. Ihr könnt meine Unterlagen nehmen, ich zeichne das auf Video auf, das wird es kostenfrei auf YouTube geben. Das heißt, ja, wenn ihr was haben möchtet von dem, was ihr hier seht, fühlt euch frei, euch zu bedienen und das zu verwenden. Beginnen wir, wie gesagt, mit dem Thema, warum? Warum ist das eigentlich interessant und was ist die Motivation dahinter? Reden wir als erstes darüber, was Serverless eigentlich bedeutet. Ich erkläre Serverless immer sehr gerne mit einem Vergleich. Das kenne ich aus meinem persönlichen Leben. Serverless impliziert irgendwie indirekt, dass es keine Server mehr gibt. Das ist natürlich Blödsinn. Serverless braucht genauso Server. Wenn ich Serverkomponenten irgendwo betreiben will, dann muss es Server irgendwo geben. Wenn ich aber jetzt beispielsweise meine kleine Nichte anschaue, die ist jetzt ungefähr 4 Jahre alt, und ich die frage, woher kommt denn der Strom, dann zeigt sie auf genau sowas, die Steckdose, und sagt, ja, da kommt's her. Für die ist genau relevant, dass der Strom aus der Steckdose kommt, weil da kann man einen Fernseher anstecken und sich den neuesten Disney-Film vom Fernseher anschauen. Für die ist relevant, dass der Strom konstant da ist, und wenn sie was ansteckt, dann kriegt sie den Strom, und das ist das, was für sie relevant ist. Ist es für sie relevant, was für eine gewaltige Ingenieursleistung hinter der Tatsache steckt, dass wir Strom aus der Steckdose haben und das stabil, immer im gleichen Umfang, mit der gleichen Spannung, mit extrem wenig Ausfällen? Das ist ja vollkommen egal.
Hier ist die Komplexität von Stromhandel, von Elektrizitätsnetzen, von gegenseitig ausgleichenden Kraftwerken vollkommen egal. Für sie ist nur relevant, dass Strom aus der Steckdose kommt. Und das ist serverless. Serverless bedeutet nicht, dass es plötzlich keine Server mehr gibt. Serverless bedeutet nur, dass wir als Softwareentwicklerinnen und Entwickler genau jetzt die Rolle meiner Nichte einnehmen. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass das Ding läuft. Wir schreiben Code, werfen ihn über den Zaun bei irgendeinem großen Cloud-Provider und dann soll das Ding einfach laufen. Und ich will nicht drüber nachdenken, welche Ingenieursleistung dahinter steckt, dass diese Server stabil sind, dass sie gebackupt sind, dass sie gesichert sind, dass da Load Balancer gibt, dass da Reverse Proxies gibt, dass das Ding auch kostengünstig betrieben wird, dass da Server dazukommen, wenn gerade viele Leute mal virales Katzenvideo anschauen wollen, aber dass die Server auch wieder wegkommen, wenn es ein besseres Katzenvideo gibt und keiner mehr meines sehen will. Das ist der Punkt. Also Serverless bedeutet, wir geben Kontrolle ab. Wir arbeiten auf einer anderen Abstraktionsebene und irgendjemand anderer kümmert sich um die Komplexität im Hintergrund. Das bedeutet aber auch für uns als Technikerinnen und Techniker, dass wir bis zu einem gewissen Grad ein liebgewordenes Spielzeug abgeben müssen. Mit Verantwortung, ja, geben wir auch ab, dass wir selbst die Kiste auspacken, wenn der Dell-Server kommt, dass man nimmer mit dem Kabel herumlaufen, dass man nimmer mit PowerShell komplizierte DevOps-Scripts bauen, wo man genau die Server konfigurieren. Ist ja alles ganz lustig, ist ja eigentlich alles eine spannende Aufgabe, ist eine technische Herausforderung, nur sagen wir uns ehrlich. Wenn wir uns die großen Cloud-Provider à la Microsoft, AWS, Google und Co. anschauen, die machen das Ganze auf einem Level von Professionalität, wo wir in unseren typischen Rechenzentrumskammerl irgendwo in mittelständischen Unternehmen hier in Österreich beispielsweise einfach nur Hobbyist sind. Ja, das ist, wie soll ich sagen, herumdilettieren. Das ist es eigentlich, was wir da machen. Im Vergleich zu dem, was die machen, ist das ein vollkommen anderes Niveau an Professionalisierung, an Automatisierung und an Kosteneffizienz. Das heißt, wir geben schon ein bisschen was ab von unserem Spielzeug, aber Betonung aufs Spielzeug. Wir werden dadurch in vielen Bereichen produktiver und professioneller. Für Unternehmen, mit denen ich über Serverless spreche und mit denen ich über Cloud spreche, spielt ein Aspekt hier eine ganz wesentliche Rolle und das ist das Konzept von Microservices. Ihr kennt wahrscheinlich das Konzept von Microservices, falls nicht, wiederholen wir ganz kurz. Eine der wesentlichsten Eigenschaften von Microservices ist, dass es autonome Teams gibt, die autonome Services bauen. Diese Services sprechen über plattformunabhängige und technologieunabhängige Standards mit der Welt. Und erst die Summe aller Microservices macht dann eigentlich erst die Lösung für den Kunden aus. Das Gesamtsystem besteht aus einem Zusammenspiel von solchen Services. Das ist, was Microservices ausmacht. Und was hier so wichtig ist, wo hier plötzlich Microservices eine große Rolle spielt, das kommt von dem Wort autonom. Autonome Teams bedeutet nämlich, dass die Teams in größeren Unternehmen autonom auch in der Wahl ihrer Technologien sind. Sie haben die Wahl der Waffen. Und wenn das eine Team sagt, ich programmiere gern .NET Core und das nächste Team sagt, ich mache aber lieber Node und das übernächste Team sagt, ich schreibe aber lieber Python, dann ist das okay in einer Microservice-Infrastruktur. Das klingt vielleicht jetzt relativ klar und einfach, wenn man das Ganze aus dem Blick eines Studenten zum Beispiel schaut, naja, machen sie halt Python und die anderen .NET Core. Das ist teilweise ein Kulturschock für große Unternehmen, schon für mittelständische Unternehmen. Die sind es gewohnt, klassisch hier sehr rigide Strukturen aufzubauen. Die sind es gewohnt, dass man hier hergeht und sagt, ja, also wir sind ein .NET-Job und es müssen alle genau diese Version und diese Nougat-Packages und wenn irgendwer was ändern will, dann müssen das alle ändern, weil wir können ja keinen Technologiewildwuchs. Wir supporten nur diese paar Technologien, ansonsten kann die IT das nicht betreiben. Hört man sehr häufig. Wie soll diese Organisationsform, wo es sehr stark um Regeln, um hierarchische Organisation, um Policies geht, mit Microservices und autonome Teams funktionieren.
solche zentralen ITs, die in den letzten Jahrzehnten stecken geblieben sind, die kriegen einen Herzinfarkt, wenn das Unternehmen plötzlich irgendjemanden kauft und dieses Tochterunternehmen jetzt plötzlich eine andere Technologie mit in den Konzern bringt. Um Gottes Willen, die verwenden nicht mehr SQL-Server von Postgres. Die programmieren nicht mehr .NET, sondern machen plötzlich Node.js. Wie sollen wir das betreiben? Wir haben kein Linux-Know-how. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das für Unternehmen bedeutet? Ja, und jetzt versuchen wir uns zurückzuerinnern, was Serverless bedeutet. Die IT will verhindern, dass jetzt jedes Team so genauso dilettiert und irgendwo in einem Eck, weil sie autonom sind, auch ihre autonome Infrastruktur aufbaut, weil die zentrale, ordentliche IT kann das nicht betreiben. Genau so soll es nämlich nicht ausschauen. Dieses Chaos wollen wir nicht haben. Wir wollen die Leute in das geordnete Rechenzentrum bringen. Aber dort ist es eine echte Herausforderung, dass ich eine Technologie-Mischmasch betreibe. So, und da kommt jetzt wieder Serverless ins Spiel. Serverless bedeutet, dass die großen Cloud-Providern eine Vielzahl an Technologien anbieten, und zwar so, dass diese Technologien und Plattformen höchst professionell am aktuellsten Stand der Technik sehr kosteneffizient und hochverfügbar betrieben werden. Und wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte Microservices machen, dann bin ich in vielen Fällen überfordert mit dem Wort autonome Teams, mit autonomen Technologien. Und da streuen wir jetzt quasi Serverless wie magischen Feenstaub drüber. Serverless bedeutet, die Organisation kauft sich einen Account bei Microsoft, Google oder Amazon und kann plötzlich ihren autonomen Teams sagen, hey, wir können eure Zäune, eure Policies jetzt aufmachen, ihr könnt wählen, was immer ihr wollt, solange es in dieser Serverless-Plattform unterstützt wird. Weil dann können wir sicher sein, dass der Cloud-Provider den professionellen Betrieb von den ganzen Server, die ich dafür brauche, übernehmen. Und die Teams können sich darauf konzentrieren, dass sie die Lösungen mit den gewählten Technologien, so wie sie es im Kopf haben, auch tatsächlich umsetzen können. Also Serverless ist eigentlich ein Enabler für dieses Thema Microservices und technologisch autonome Teams. Das ist für Unternehmen ein ganz wesentlicher Aspekt, warum man in diese Richtung geht. Serverless ist auch nicht unbedingt schwarz-weiß. Serverless ist, die Welt ist bunt. Es gibt nicht nur vollkommen serverless und komplett on-premise mit eigengewarteten Servern, wo ich mit einem USB-Stick hingehe, um eine Bare Metal Linux oder Windows-Installation zu machen. Die Welt geht von bis. Ja, wir werden dann darüber diskutieren. Es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt ja dieses Infrastructure as a Service, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo ich mir einfach nur eine VM nehme. Na, das ist nicht serverless. Aber dann gibt es das in der Mitte, das heißt PaaS, Platform as a Service. Es gibt sowas wie Container-Technologie. Ja, auch da habe ich zwar nur den Server im Kopf, ich muss mir nur überlegen, wie viele will ich und wie groß sollen sie sein, aber warten du ihn schon wieder nimmer. Also das Kontinuum zwischen Kontrolle, Einflussmöglichkeit, von nichts bis zu alles, das ist nicht von 0 auf 100, sondern da gibt es alle möglichen Ebenen dazwischen und ein paar Sachen werden wir uns anschauen. Allerdings in der Demo heute möchte ich ein Extrem betrachten. Dort möchte ich nur Dinge betrachten, die wirklich 100% serverless sind. Kein Gedanke mehr an Server, nicht mal mehr an die Skalierung von Servern, während wir dort denken. Das ist nicht für alles geeignet, aber dafür gibt es ja verschiedene Abstufungen, wie gesagt. Bringen soll mir das Ganze als Benutzer, als Organisation, die in die Richtung gehen, Fokus. Ich möchte einfach die Dinge loswerden, für die ich nicht bezahlt werde. Unsere Kunden bezahlen uns nicht dafür, Linux- oder Windows-Patches einzuspielen. Unsere Kunden bezahlen uns nicht dafür, dass wir unsere Server am Leben halten. Unsere Kunden wollen Features in unseren Software-as-a-Service-Produkten. Das ist das, was sie haben wollen. Und das ist das, womit wir bewertet werden. Wenn wir zu unseren Kunden gehen und sagen, hey, Newsletter, was gibt's Neues im Januar 2018? Wir haben unsere gesamten DevOps-Scripts umgestellt von, was weißt du nicht, Puppet auf Azure Resource Manager, das interessiert keinen Kunden. Das ist nicht einmal den Newsletter wert, nicht einmal den elektronischen, den ich verschicke. Ist denen vollkommen egal. Die wollen wissen, was hat sich für sie getan. Und durch Serverless und konsequente Orientierung auf Platform as a Service erlaubt mir das als Softwareentwickler bzw. uns als Team das, dass wir uns auf das fokussieren, was wir tatsächlich tun wollen, nämlich Softwarelösungen bauen und nicht Server betreiben.
Jetzt sind wir wieder bei dem Serverless-Thema und meiner Nichte. Die möchte sie Frozen anschauen. Die möchte sie zum 1000. Mal die Helene Fischer mit, was weiß ich was für einem Lied, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, anschauen. Das ist das Wichtige und nicht zuerst ein Kraftwerk warten, damit da der Strom rauskommt. Ich weiß, das Bild ist jetzt etwas überzeichnet, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Fokus, darum geht's. Fokus ist immer ein zweischneidiges Schwert. Fokus bedeutet Abgeben von Kontrolle. Das muss auch klar sein. Das muss gewissenhaft erfolgen, da muss man gut drüber nachdenken und das werden wir drüber diskutieren. Ich habe hier ein Bild nur drinnen von etwas, was mir eine Herzensangelegenheit ist, weil ich denke, das hängt da sehr stark mit dem Thema Pass und Serverless zusammen. Gemeinsam mit meiner Frau, der Karin Huber, wir haben das Coder Dojo nach Linz gebracht. Coder Dojo ist eine weltweite Initiative, das sind kostenfreie Programmierclubs für Kinder. Wir machen das alle 14 Tage in Linz und da haben wir zwischen 45 und 60 Kinder, zwischen 7 und 17 Jahren und die machen bei uns erste Schritte in Richtung Programmieren. Von ganz spielerisch bis hin zu, wenn wir jetzt sagen 13, 14 Jahre aufwärts, Node, C++, Arduino und das ganze Zeug. Das ist alles dabei, die ganze Bandbreite. By the way, wir suchen immer Mentorinnen und Mentoren. Also falls ihr Lust habt, mit den Kids ein wenig mitzuhelfen, alle Leute dort sind ehrenamtlich, macht wahnsinnig viel Spaß. Das war ein bisschen Werbung, bitte verzeiht mir, ist alles ehrenamtlich, sonst mache ich keine Werbung. Aber warum ich das Bild reingegeben habe, ist, weil wenn ich mir anschaue, wie Kids so im Alter von 10, 12, 13 Jahren an das Thema rangehen, wenn ich denen sage, hey, mach mal irgendein browserbasiertes Game, irgendein simples Game, was sie dann ihren Tanten, Onkeln, Oma, Schulkolleginnen und Kollegen zeigen können, für die ist das sowas von glasklar, dass das Ding auf einem Serverless oder Pass-Angebot laufen muss. Die interessiert das nicht, welcher Server dahinter ist. Bis zu einem gewissen Grad ist es ein Generationenproblem. Ich komme aus einer Generation, ich habe gelernt, wie Computer funktionieren. Ich habe meine PCs nur selber gebaut, ich habe relativ genau gewusst, was darunter passiert. In meiner Zeit, klingt jetzt arg, aber ja, ich bin schon ein bisschen älter, in meiner Zeit habe ich nur gewusst, wie ein Betriebssystem funktioniert, bis ins Detail. Ich habe relativ viel Erfahrung damit gehabt, wie das Ding am Laufen hält. Im Laufe der Zeit wurden die Dinge immer mächtiger und komplexer und heutzutage ist es mir egal. Ich kaufe mir so einen PC und ich will überhaupt nie wieder das Ding aufschrauben. Ja, ich denke nicht drüber nach, welchen Bus ich brauche, dass ich da andere Grafikkarten reinschreibe. Das interessiert mich nicht. Und so ist es bei denen auch. Die wachsen auf mit Software as a Service im privaten Bereich. WhatsApp und Co. ist für die einfach vollkommen normal und es interessiert die nicht, was man dafür an Serverinfrastruktur braucht. Und ich glaube, das muss uns auch zu denken geben, dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis, diese Spielereien und diese Kontrolle nicht hergeben zu wollen, ist vielleicht auch etwas, was sich von Generation zu Generation ändert. In sehr vielen Industrien hat von Generation zu Generation das Abstraktionslevel zugenommen. Wir haben gelernt, arbeitsteilig zu arbeiten und gewisse Dinge zu professionalisieren. Und wenn man will, ist Platform as a Service und Serverless nichts anderes als in der Informatik ein Schritt in Richtung Arbeitsteilung und Professionalisierung. Wie viele Leute haben ein Funkgerät mit und betreiben ihren eigenen Funkmasten am Haus? Na, wahrscheinlich nicht. Ihr nutzt ein Mobiltelefon und kümmert euch nicht drum. Ihr wollt einfach telefonieren. Und das ist genau wieder eine Analogie in diese Richtung. Dieses Bild ist eine klassische, wunderschöne Microsoft-Marketing-Slide, aber ich nehme es trotzdem her, bitte verzeiht mir, man kann durchaus ein paar Sachen an diesem Slide erklären, also es ist nicht nur Marketing. Es soll nur mal zeigen, in welchen Schritten Serverless entstanden ist. Wenn man ein bisschen zurückschaut, ich bin zumindest in der Microsoft-Welt wirklich von der ersten Stunde der Cloud dabei. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren kenne ich Azure und vom ersten Tag an haben wir es benutzt. Das hat alles so begonnen mit diesem ersten Buckel da drinnen. Microsoft hat gesagt, liebe Leute, wisst ihr was? Wir können verdammt gut Rechenzentren betreiben. Wir betreiben die größte Mail-Plattform der Welt. Damals hat es Hotmail geheißen, heute heißt es Outlook.com. Wir haben Dutzende Rechenzentren, wir wissen genau, wie das alles funktioniert. Bitte gebt eure Rechenzentren auf und gebt uns eure virtuellen Maschinen. Ja, so hat das alles ein bisschen gestartet. Das ist Infrastructure as a Service. Damit ist die Cloud, auch Amazon ist damit groß geworden. Nur das ist nur der erste Schritt. Damit gebe ich nur Kontrolle über Strom, Netzwerk und Kühlung, wenn man so will, ab. Für alles andere muss ich mich selber kümmern. Ich habe diese Tamagotchis in der Cloud, die streicheln, updaten, füttern, am Leben erhalten muss und das bindet Ressourcen. Wenn ich aber jetzt tatsächlich Ressourcen, die knapp sind, das muss uns auch klar sein, ihr
seid eine rare Ressource. Ja? Ihr habt zuerst gehört, ihr habt sich unterhalten, alle Firmen suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vollkommen richtig. Es gibt viel zu wenig Expertinnen und Experten, deshalb machen wir ein Coder-Dojo beispielsweise, damit die Informatik wieder interessant wird, auch für die jüngeren Kinder beispielsweise. Nur, wenn ich jetzt schon eine rare Ressource habe, dann kann ich nicht die ganzen wertvollen Ressourcen damit verschwenden, dass ich meine Server da unten am Leben erhalte. Das muss effizienter gehen. Da kommt Economy of Scale rein und da kann ich dann sagen, dass es gewisse Dienste gibt, wie zum Beispiel den Betrieb von einem Webserver, der Node.js betreiben kann. Das brauchen so viel auf der Welt. Das kann doch nicht sein, dass ich wieder das Ding von Neuem erstellen muss. Das muss doch irgendwer in größerem Skalierungsumfang besser machen können. Und genau dort kommt Platform as a Service ins Spiel. Dass man sagt, hey, liebe Microsoft, Google, Amazon, setzt euch hin, baut ein paar große Datacenter und jetzt übertreibe ich hoffnungslos, baut riesige Datacenter, dann bitte engagiert eine ganze Heerschar an professionellen Administratoren und DevOps-Experten und die sollen bitte alles automatisieren, was man rund um den Betrieb von solchen Plattformen braucht, egal ob es eine Datenbank oder ein Webserver ist. Und das macht es bitte einmal und dann verkauft es millionenfach. Und dadurch sinken die Grenzkosten von einem Dienst radikal. Und ich möchte als Kunde einfach davon profitieren. Das ist das Geschäftsmodell, das hinter Pass steckt. Und damit kann ich als Kunde, derjenige, der die raren Ressourcen hat, die Ressourcen von da irgendwo darauf bringen. Und Serverless, steht ja da drinnen im Pfeil, ist nur der nächste Schritt von Platform as a Service. Serverless sagt im Prinzip nur, wir wechseln von Hotel zu Strom. Was meine ich damit? Die Cloud im Bereich PaaS ist nicht wie Strom. Ihr bezahlt in der Cloud mit PaaS nicht wie Elektrizität. Das wird sehr oft gesagt, das stimmt aber nicht. Ihr zahlt in der Cloud mit PaaS wie ein Hotel. Wie funktioniert ein Hotel? Ihr bucht ein Zimmer, müsst ihr es zahlen, wenn ihr nicht drinnen schlaft? Ja, selbstverständlich. Ihr habt es reserviert, also müsst ihr dafür bezahlen. Egal, ob ihr in dem Bett geschlafen habt oder nicht. Das ist PaaS. Ihr müsst euch Gedanken machen, wie groß ist mein Server? Ihr bucht diesen Server. Natürlich, die Abungseinheit ist relativ klein. Ihr könntet den Server, was weiß ich, jede Stunde verändern. Ganz ehrlich, ich sehe verdammt viel Kunden. Wisst ihr, wie wenige davon im PaaS-Bereich Right-Scaling betreiben? Die meisten sagen, da, das ist mein Serverfarm, besteht aus 3 Servern, jeder hat 2 Cores und 3,5 Gigramm und dann macht sich kein Mensch darüber Gedanken, ob das Ding jetzt wirklich am Wochenende ausgelastet ist oder nicht. Das ist die Realität. Theoretisch könnte es right-scalen, nur machen tut es fast keiner. Und serverless bedeutet einfach, dass ich genau diese Automatisierung, das, was man eigentlich machen sollte im Bereich PaaS, nämlich right-scaling, auf dieses PaaS oben drauf setze. Und meinen Kunden sage, liebe Leute, ihr könnt die fertige Plattform nutzen, aber ich als Cloud-Anbieter, Amazon, Microsoft, Google oder wer immer da dahinter steckt, ich hol mir einfach noch eine Armee an DevOps-Leuten und die kümmern sich jetzt darum, dass auch die Skalierung von dem System vollautomatisch ist. Und das beweise ich euch, indem ich das Preismodell umstelle. Ihr zahlt nicht mehr wie ein Hotel, sondern jetzt zahlt ihr plötzlich nur mehr auf Basis der verbrauchten Prozessor-Millisekunden und Megabyte von Working Set im RAM. Das ist es eigentlich, was ich mache. Und dann übernimmt der Cloud-Provider nicht nur das Installieren und Updaten und am Leben erhalten von diesen berühmten Tamagotchis, von denen ich immer rede, sondern er übernimmt auch das Scaling. Nur die Änderung des Preismodells ist radikal. Jetzt stellt sich einmal vor, etwas, was wir ständig haben. Ja? Wir haben Software-as-a-Service-Lösungen. Da kommt ein Kunde zu uns und dieser Kunde sagt, toll, wir wollen TimeCockpit von euch betreiben, das ist ganz toll, nur wir brauchen diese eine Import-Schnittstelle, die soll einmal am Tag laufen. Der Import dauert 5 Minuten und dann ist 24 Stunden wieder Ruhe. Ja, soll man dem Kunden sagen, er soll einen eigenen Server dafür aufstellen? Nein, natürlich nicht. Soll man dem Kunden sagen, er soll jetzt auf irgendeinem Bürorechner nebenbei laufen lassen? Nein, weil derjenige, der auf Urlaub geht und den Rechner normal nutzt, dreht den einfach ab. Soll man ihm sagen, er soll einen eigenen Server in der Cloud anlegen? Jetzt sind wir beim Hotel. Der wird dort 5 Minuten am Tag das Ding nutzen und dann ist 24 Stunden Ruhe. Brauche ich nicht. Genau dort brauche ich Serverless. Dass ich einfach sage, da gibt es Code, das ist eine Schnittstelle, da liebe Microsoft, da habt ihr es, betreibt es für mich. Ich nutze es 5 Minuten am Tag und für die 5 Minuten bin ich bereit, die paar Prozessorsekunden, Minuten zu bezahlen und dann ist bitte wieder Ruhe. Dann kostet mir das Ding nichts.
Ein weiteres Bild, was ich hier sehr gerne verwende, ist das von Fernsehern. Ihr kauft euch vielleicht heute einen Fernseher und ihr macht euch darüber Gedanken, was kostet mir dieser Fernseher, wenn ich ihn nicht nutze? Sprich, was ist der Standby-Energieverbrauch? Das wird heute angegeben, bei jedem elektronischen Gerät. Und genauso ist es da. Was kostet mir meine Pass-Infrastruktur, wenn kein Mensch hinsurft? Viel in der klassischen Welt. Sehr bis gar nichts, scale down to zero, im Bereich von Serverless. Nachvollziehbar? Also das Businessmodell ist mindestens genauso eine radikale Änderung wie die Technologie dahinter. Gibt es Gründe, warum man das nicht will? Warum man nicht Richtung Serverless geht? Jetzt tue ich die ganze Zeit so, als wäre das ein Silver Bullet. Es löst alle unsere Probleme. Technologisch, skalierungsmäßig, nein, natürlich nicht. Erstens, das setzt Vertrauen voraus. Sehr großes Vertrauen. Ihr könnt es mir glauben, ich bin selbst Unternehmer. Das ist mein Unternehmen, wir müssen jedes Monat Gehälter zahlen, da hängen ein Haufen Kunden dran, für die wir das Ganze betreiben. Und im Endeffekt hänge ich mit Gedeih und Verderb an Microsoft dran. Wenn Microsoft wirklich einen Bock schießt, dann habe ich echt ein Problem. Das heißt, ich muss dem Anbieter vertrauen. Und je abstrakter der Dienst ist, den ich nutze, desto mehr Vertrauen ist notwendig. Wenn ich Infrastructure as a Service nutze, dann muss ich denen nur vertrauen, dass sie in der Lage sind, Kühlung, Strom und Netzwerk zu providen und dafür zu sorgen, dass der Server austauscht wird, wenn er explodiert. Wenn ich aber Serverless verwende, bin ich ein ganz schön Stück weiter gegangen im Vertrauen. Weil wenn jetzt beispielsweise plötzlich ein Request reinkommt und mein Dienst antwortet nicht mehr, was ist denn das Problem? Was kann ich dann tun? In klassischen Welten würde ich sofort panisch, keine Ahnung, ein Putty aufmachen und mich zu meinem Linux-Server hin verbinden oder eine Remote-Desktop-Verbindung zu meinem Windows-Server und schauen, was dort los ist. Wenn der Server in meinem eigenen Rechenzentrum steht, würde ich in den Keller laufen und schauen, ob nur Lämpchen blinken. Was kann ich denn tun bei Serverless? Mich zurücklehnen, auf den Anruf des ersten Kunden warten, dass er sich beschwert und darauf vertrauen, dass der Pass- bzw. Serverless-Provider das Ding in den Griff kriegt. Das ist alles, was ich tun kann. Mehr kann ich nicht tun. Ich habe keine Kontrolle. Ich kann auf mein Azure Dashboard schauen und schauen, welche Lämpchen rot sind und darauf hoffen, dass sie möglichst bald wieder grün sind. Das Gute daran ist, dass die Lämpchen einfach verdammt oft grün sind. Aber trotzdem, Vertrauen ist wesentlich. Und ich muss einen Cloud-Provider finden, dem ich vertraue. Sowohl in Sachen Stabilität als auch in Sachen Datenschutz, als auch in Sachen Updates, Sicherung und so weiter und so fort. Ich persönlich habe für mich die Entscheidung getroffen. Wir wären absolut nicht in der Lage, auch nur ansatzweise auf dem professionellen Niveau zu arbeiten, was mir in unserem Fall an Microsoft gibt. Das könnten wir einfach nicht tun. Also mein Vertrauen hat sich Microsoft in den letzten 10 Jahren erarbeitet. Jemand anderer vertraut vielleicht AWS und jemand anderer vertraut Google. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur es ist wesentlich, wenn ihr später mal in der Lage seid zu entscheiden, wo geht ihr hin, dann spielt Vertrauen eine große Rolle. Vielleicht sogar eine größere Rolle als der Preis. Mir ist es egal, ob die 10% teurer sind oder nicht, solange ich entsprechendes Vertrauen habe. Das Zweite, ich habe es überschrieben mit Specific Needs und ich habe so ein ganz spezielles, gemoddetes Auto dahinter. Das soll nämlich schon zeigen, wo es hingeht. Wenn ihr eine Lösung braucht, die ganz spezielle Anforderungen hat, in puncto Serverausstattung, Hardwareausstattung, in puncto Antwortzeiten und solche Dinge, dann werdet ihr mit Serverless, vielleicht sogar PaaS, vielleicht sogar Cloud überhaupt, möglicherweise nicht glücklich werden. Wenn ihr ganz spezielle Hardware braucht, weil ihr zum Beispiel Bitcoin minen oder sonst irgendwas wollt, dann gibt es das vielleicht in der Cloud nicht. Dann werdet ihr die Rechner bei euch selbst in den Keller stehen müssen. Wenn ihr Platform as a Service wollt, aber ihr wollt immer eine garantierte Response Time und es darf nie passieren, dass ein Request vielleicht, weil jetzt gerade 2 Stunden nichts los war, ein paar Sekunden dauert, bis der Server wieder aufgewärmt ist. Na, dann werdet ihr vielleicht auf PaaS gehen und nicht auf Serverless, wo ihr selbst in der Lage habt, wie beim Hotel, dass ihr ein gewisses Kontingent fix bucht und dieses Kontingent euch nie weggenommen wird. Das Bild mit dem Hotel passt aus meiner Sicht da sehr, sehr gut. Wenn ich weiß, ich feiere in 2 Monaten Hochzeit in irgendeinem Hotel und ich will sicher sein, dass alle meine Verwandten dort in dem Hotel ein Zimmer kriegen, dann muss ich die Zimmer buchen und ich muss damit leben, dass ich sie bezahlen muss, auch wenn niemand drinnen schläft. Wenn ich diese Garantie will, dann kann ich vielleicht nicht auf Serverless gehen. Und das ist
gar keine einfache Entscheidung manchmal, dass man sich entscheidet, welches Level an Abstraktion ist für mich das Richtige. Das kann man nicht pauschal beantworten. Einen pauschalen Richtwert gibt es aber schon. Je mehr das, was ihr braucht, Commodity ist, also etwas, was viele Leute brauchen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es was Fertiges gibt. Wenn ihr einfach einen plain vanilla Node.js Webserver braucht, um ein paar Webservices dort zu betreiben, glaubt ihr, dass andere Leute das Problem auch haben? Ja, relativ wahrscheinlich. Da zahlt es sich aus, dass man ein bisschen recherchiert. Aber wenn ich, keine Ahnung, der größte Wettanbieter der Welt bin und alle meine Wetten über eine zentrale Datenbank drüber laufen lassen will, dann ist das vielleicht etwas Besonderes, wo ich drüber nachdenken muss, wer kann man das von der Stange bieten, welches Level an Kontrolle brauche ich selbst drüber, dann habe ich was Besonderes. Okay? Cool. Bevor wir in die Demo gehen, und wir liegen super in der Zeit, wir haben genau 30 Minuten braucht, Fragen. Gibt es Fragen an dieser Stelle? Es ist so üblich, dass man so alle 3-4 Minuten mal einen Request hinschickt, damit es praktisch dieselbe Maschine bleibt. Macht man das in Azure auch genauso oder ist das sinnlos? In Azure kann man es so machen, es gibt aber Mechanismen, die dafür besser geeignet sind. Wenn wir über App-Services sprechen, gibt es ein Flag, das heißt Always On. Das kann man setzen. Das ist natürlich wieder ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, Always On bedeutet, die Applikation bleibt in Memory, ist damit länger hot, hat damit schnellere Antwortzeiten, wenn sie eine Zeit nicht angesprochen worden ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Webserver-Farm habe und dort drinnen packe ich viele Web-Apps rein und dann gibt es ein paar Web-Apps, irgendwelche Firmen-Webseiten vom, was weiß ich, von der Tischlerei XYZ, von dem kleinen Kuhdorf, wo fast nie irgendwer hinschaut, weil ja kaum jemand auf diese Webseite hinsurft. Bei Always On verbraucht man die entsprechende Last. Und das heißt, ich kriege weniger auf diese Maschine drauf. Also das muss man einfach überlegen, was ist tolerabel und was brauche ich an Mindestlast. Das Entscheidende ist, ich kann mit Pass und Serverless sehr schön entscheiden, wo ich gerne hingehen möchte. Ich kann einfach sagen, in diesem Bereich verwende ich beispielsweise Always On, weil das ist ein wichtiger Kunde, der bezahlt jedes Monat viel Geld. Der hat viele User-Accounts bei mir und dann gibt es vielleicht die vielen ganz, ganz kleinen, vielleicht sogar kostenfreien Abos. Naja, dort werde ich eher akzeptieren, wenn der seit 2 Tagen nicht darauf zugegriffen hat, dass er beim ersten Mal 10 Sekunden wartet. Sagt euch der Begriff Design to Cost was? Das ist ein ganz wesentliches Konzept, kommt aus anderen Industrien, heißt nichts anderes, als wir gestalten Produkte auch im Hintergrund, die Kosten mit berücksichtigen. Ich zitiere da immer gern IKEA. IKEA hat einmal gesagt, da gibt es recht nette Videos auch drüber, we design the price tag first. Sie legen zuerst fest, was der Sessel kosten darf im Verkauf und dann rechnen sie aus, ob es sich ausgeht, dass man den lackiert oder ob man unlackiert verkauft, weil dann kann sich der Kunde selber lackieren. Das ist gemeint mit Design to Cost. Und manchmal ist es, gerade wenn man in die Cloud geht und Cloud-Architekturen entwickelt, wesentlich, dass ich vorher in meinem Businessmodell schon weiß, welche Preismodelle, welche Geschäftsmodelle ich anbieten will. Weil wenn ich hergehe und sage, ich mache Catching the Long Tail mit einer Free-Offering, na dann werde ich vielleicht anders das System auslegen, wie wenn ich sage, ich wende mich an Großkonzerne, wo der Mindestumsatz pro Tenant 500 Euro im Monat ist, dann werde ich vielleicht da wieder die Architektur anders auslegen. Also Design to Cost ist ein wesentlicher Aspekt. Wir als Technikerinnen und Techniker tendieren manchmal dazu, dass wir immer nur die technischen Aspekte sehen. Ja, immer nur, was funktioniert technisch total cool und wie kann ich jetzt die lässigste technische Architektur aufbauen. Wir vergessen manchmal, dass das Businessmodell ein sehr wichtiges Feature ist heutzutage. Und das muss ein Einflussfaktor in die Softwarearchitektur und Cloud-Architektur sein. Wenn ihr einverstanden seid, mit Blick auf die Uhr, würde ich jetzt gern in die Demo reingehen und wir können dann am Ende sehr gerne noch weitere Fragen diskutieren. Aber sonst kommen wir einfach gar nicht mehr in die Demo rein. Ist das okay? Schön. Gehen wir mal her und schauen wir hier in Azure rein. Ich melde mich
bei meinem Azure-Account an und muss kurz mein Telefon holen. Multifactor Authentication. Send Notification. Jetzt wird gleich mein Telefon bimmeln. Da ist es schon. Und dann gebe ich ihm hier noch meinen Fingerprint. Melden wir uns an. Solltet ihr Azure nutzen, bitte installiert euch die Authenticator-App auf eurem Android- oder iOS-Phone. Das ist genau das, was ich hier nutze. Und dann könnt ihr Passwörter für Azure getrost vergessen. Ihr könnt je nach Telefon entweder mit Muster oder mit Fingerprint euch authentifizieren. Super nett und ist ein zusätzliches Level an Security, was ich gratis bekomme. Das kostet keinen Cent extra. Ich habe hier eine kleine Ressourcengruppe angelegt und ich möchte euch als erstes einmal zeigen, was man tun muss, wenn man so eine Azure Function anlegt. Wir suchen hier einfach nach Function. Jetzt sind wir mitten im Serverless-Bereich. Ja, nicht Pass, sondern das ist jetzt wirklich die Serverless-Lösung, die Microsoft anbietet. Gehen wir in so eine Azure Function und diese Azure Function nennen wir mal Serverless Hagenberg Live. Ich mache jetzt den Vortrag live. So. Wir können wählen, ob wir Windows oder Linux haben wollen. Ich bleibe im Moment hier mal auf Windows. Geht natürlich mit Linux auch. App-Services funktioniert mit Linux. Unter Linux basieren App-Services auf Docker-Containern. Aber das ist ein eigenes Thema. Werden wir heute nicht anreißen. Wir können nicht alles machen an einem Tag. Da wird es jetzt zum ersten Mal so richtig interessant. Hier können wir nämlich wählen zwischen Consumption Plan und App-Service Plan. Der Consumption Plan ist serverless. Der App-Service Plan ist Hotel. Beim App-Service-Plan, wenn ich den wähle, dann muss ich einen App-Service-Plan anlegen und dann muss ich ihm ausdrücklich sagen, wie groß sollen die einzelnen Clusterknoten sein und ich muss ihm sagen, wie viele Clusterknoten will ich haben. Die kriege ich, die gehören mir und auf die habe ich vertraglich Anspruch. Und wenn ich sie nicht nutze, zahle ich sie trotzdem. Natürlich kann ich sie jederzeit verändern. Übers Portal interaktiv, über PowerShell, über Bash, über REST API kann ich das Ganze optimieren, klar. Aber wenn ich das nicht tun will, dann gehe ich auf den Consumption Plan. Und der Consumption Plan ist jetzt so, dass ich nicht mehr wie beim Hotel zahle, sondern ich bezahle pro Gigabyte Sekunden. Das heißt, das ist eine kombinierte Metrik aus Größe des Working Sets in Memory, wie viel Memory braucht mein Prozess, und CPU-Sekunden. Ja? Das wird natürlich auf ein Vielfaches gerundet, bitte lest die Details in der Doku nach, aber im Wesentlichen beeinflusst die Effizienz meiner Algorithmen und der Speicherbedarf beeinflusst den Preis. Der Consumption Plan klingt jetzt genial. Im Endeffekt, was die machen ist, sie beginnen mit einem Server, sie können auch den Server komplett weggeben und den Server erst aufwärmen, wenn der erste Request reinkommt und können hochskalieren bis auf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 10 Server oder sind es 15, ich weiß es nicht, könnt ihr es nachlesen. Und diese Server haben im Moment eine einheitliche Größe, ich glaube, das ist ein Core und 1,5 Gigramm oder so in die Gegend. Das ist jetzt das Limit, darüber kann ich nicht gehen. Ich zahle ja nicht für den Server, ich zahle nur für die Zeit, die ich tatsächlich verbrauche. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, meine Applikation braucht 4 Kernmaschinen. Wenn ich das will, dann muss ich auf den App-Service-Plan gehen. Wenn ich akzeptiere, dass ich einfach genormte Maschinen kriege, Microsoft soll sich das Server aussuchen und ich bezahle einfach noch die CPU-Takte, dann nehme ich den Consumption-Plan. Der Consumption-Plan hat nur einen kleinen Nachteil. Es ist nämlich sehr schwierig zu prognostizieren, was meine Anwendung kosten wird. Ich verbringe richtig viel Zeit mit Kunden darüber zu diskutieren, was wird euch diese Anwendung kosten. Da gibt es immer irgendwelche Business Decision Maker, die diese Antwort vorher wissen wollen. Ja, wie soll ich das beantworten? Ich kriege eine Requirement-Spezifikation rein, die besteht meistens aus einer halben DIN A4 Seite, steht dann drinnen, baut mir ein System, das meine Probleme löst. Und was wird es im Betrieb kosten? Ja, lustig. Ich muss wissen, wie viel CPU-Zyklen und Memory mein Ding braucht und dann kann ich erst rausfinden, was wird es mir kosten. Wie um Gottes Willen soll ich diese Frage beantworten, bevor wir überhaupt irgendeine Zeile Code geschrieben haben? Es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Das läuft definitiv darauf hinaus, dass ich zumindest, wenn ich es wirklich wissen will, prototypische Umsetzungen brauche, die in die Nähe von dem kommen, was dann später laufen wird. Und dann werde ich es einfach probieren müssen. Und wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Preis, dann werde ich optimieren müssen. Optimieren wird plötzlich wieder sexy. Warum? Ich habe einen Business Case für Optimierung. Ich mache meinen Algorithmus um 25% schneller. Meine Rechnung wird um 20 bis 25% weniger sein.
Ah, das mögen Business Decision Maker. Da kann man plötzlich rechnen. Da kriegt man plötzlich ein Budget für Refactorings und Optimierungsprojekte, weil es wird sich in barer Münze im nächsten Monat niederschlagen. Das sind so ein bisschen die Gedanken, die hinter dem Consumption Plan stecken. Und was da schon durchschwingt, ist, das ist nach 10 Jahren immer wieder meine Erfahrung, der Weg Richtung Cloud, PaaS und Serverless ist für Unternehmen eine wesentlich höhere kulturelle Hürde als technische Hürde. Die Technik kriegt man in den Griff. Wir sind alle talentierte Technikerinnen und Techniker, wir schaffen das. Die kulturelle Umstellung in nennenswert großen Unternehmen, die lange etabliert sind und gewisse eingefahrene Prozesse haben, ist die viel größere Hürde beim Weg Richtung Cloud. Okay, genug zum Consumption Plan. Wählen wir uns aus, wo wir hinwollen. Da haben wir das Ganze nach Amsterdam beispielsweise. Das ist gut. Application Insights wären nur ein bisschen Logging und Telemetrie. Das lasse ich jetzt weg. Das würde den zeitlichen Rahmen des heutigen Vortrags sprengen. So, jetzt legt er für uns eine Function App an. Haben wir jetzt irgendwas gesagt über die Größe an Server, über die Anzahl an Servern, über die Heuristik, die im Hintergrund zum Skalieren verwendet werden soll? Nein, haben wir nicht. Das ist ganz bewusst so gestaltet. Ihr habt keine Eingriffsmöglichkeiten. Möchtet ihr jetzt genau tunen, wenn jetzt zum Beispiel an dieser Stelle ein Microservice läuft, das irgendwelche Requests über eine Queue reinkriegt, wo ihr dann festlegen möchtet, wenn in der Queue mehr als 10 Aufträge drinnen sind, dann da mal bitte einen Server dazu. Wenn weniger als 10 Aufträge drin sind, dann mal bitte einen Server weg. Sorry, könnt ihr nicht beeinflussen. Ihr müsst euch auf Microsoft verlassen. Ihr sagt einfach, da ist mein Code, sorgt dafür, dass der läuft. Mehr Einstellungsmöglichkeiten habe ich nicht in Sachen Skalierbarkeit. Zumindest ist das heute so der Fall. Wenn ich mehr will, muss ich eine Stufe runtergehen. App Service Plan. Wenn ich nur mehr Einflussmöglichkeiten will, muss ich nur eine Stufe runtergehen. Dann gehe ich vielleicht auf Service Fabric oder Docker Container, meinen eigenen Kubernetes Cluster. Und wenn das immer nur zu wenig ist, dann gehe ich auf Infrastructure as a Service. Und wenn ich dann nur spezielle Nvidia Grafikkarten fürs Mining brauche, dann gehe ich in mein eigenes Data Center. So, Deployment succeeded. Hier ist unsere Function App. Und das Erste, was wir machen, ist was ganz Simples. Ich habe hier in meinen Slides vorbereitet, könnt ihr es nicht lesen, ist auch nicht so wichtig, ein kleines Stückchen Code. Wir gehen jetzt her und machen eine Function, Custom Function, in C-Sharp. Und die tut nichts anderes als Tic-Tac-Toe lösen. Ja, der schickt ihr Tic-Tac-Toe-Board und die findet raus, ob er Gewinner auf dem Tic-Tac-Toe-Board ist und sagt mir dann, wer der Gewinner ist, oder sagt mir, es gibt keinen Gewinner. Ganz so einfach ist das. Bei Azure Functions ist es so, dass wir hier als erstes wählen, welche Programmiersprache wollen wir nehmen. Triggern wollen wir das Ganze über HTTP. Der Trigger ist der Auslöser der Function. Und da sehen wir jetzt schon einen ganz wesentlichen Aspekt von Azure Functions. Azure Functions sind dafür gebaut, dass sie vollautomatisch von verschiedensten Quellen getriggert werden können. Von Queues, von Topics, von Blob Store, also File Uploads, von Table Stores, von Datenbankeinträgen, die in einer Cosmos DB, in einer NoSQL-Datenbank gemacht werden. Das soll getriggert werden können von einer eingehenden Nachricht von einem IoT-Device. Also Azure Functions, die sitzen da und warten nicht unbedingt auf einen HTTP-Request, sondern die werden automatisch von der Runtime getriggert, wann immer ein entsprechender Event passiert. Und der Event kann gewählt werden. Nur um euch ganz kurz zu zeigen, da gibt es eine ganze Menge an Events. Das würde jetzt hoffnungslos den Rahmen sprengen, dass wir das alles durchgehen. Das schaut euch bitte dann selbst an, ob da das Spannendste dabei ist. Das finde ich einer der interessantesten Aspekte. Microservices werden sehr häufig irgendwie in den Köpfen verbunden mit Web-API und HTTP. Das ist nicht so. In vielen Fällen gibt es ganz andere Dinge. Da kommt eine E-Mail rein. Da wird ein Kalender-Item in einem Office 365-Kalender verändert. Da wird beim IoT-Device ein Knopf gedrückt und das geht dann über den Event-Hub irgendwie rein in mein Azure IoT und dann will ich eine Function auswählen. Versteht ihr, was ich meine? HTTP ist nur ein Aspekt. Zum Anfangen bleiben wir mal bei HTTP. Geben wir dem Ding einen Namen, Tic-Tac-Toe. Ich kann das Authentifizierungslevel wählen. Im einfachsten Fall sage ich anonym. Dann kann jeder dort was hinposten, aus dem Internet. Ich kann sagen Function, dann kann ich beliebig viele Function Keys vergeben. Die kann ich da drinnen im Portal wählen oder über PowerShell oder Bash oder sowas wählen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gegenüber habe, irgendeinen Lieferanten, einen Kunden, mit dem ich über die Azure Function zusammenarbeiten will, dann gebe ich ihm einfach den Function Key. Ist nichts Kompliziertes.
Ganz einfach. Da hast du Function Key, musst du bei einem HTTP-Request bitte im HTTP-Header x-Function Key oder wie immer das Ding hast, übertragen. Und alles ist gut. Okay? Ganz simple Authentifizierung. Admin bedeutet, ich gebe für alle meine Functions in dieser Function-App einen Key her und wer den Key hat, kann auf alle Functions zugreifen, nicht nur auf diese eine. Die Keys sind Function-bezogen, die Keys betreffen alle Functions in einer sogenannten Function-App. Ist ein Detail am Rande. Ich werde jetzt einmal sagen Function-Ebene. Ich drücke mal auf Create. Was ist, wenn ich nur eine Stufe tiefer gehen will? Was ist, wenn ich Authentifizierung wirklich auf Benutzerebene haben will? Das geht. Das Ding basiert auf einer Plattform, die heißt Azure App Service. Und Azure App Service unterstützt OpenID Connect, also OAuth 2, out of the box. Nur da muss ich in einem anderen Advanced Wizard dann durchgehen und sagen, bitte, ich möchte, was weiß ich, ich möchte, dass diese Function nur aufgerufen werden kann, wenn ein Access Token ausgestellt von Azure Active Directory, von Google Auth, von Facebook Auth oder was auch immer daherkommt. Also das geht, werde ich aber heute nicht zeigen, würde den zeitlichen Rahmen sprengen. So, paste mir da ein bisschen C-Sharp-Code rein. Standardmäßig, wenn wir übers Portal gehen, so interaktiv, handelt es sich hier um C-Sharp-Scripts, CSX. Das sind keine vollwertigen DLLs, keine vollwertigen DLL-Programme, das sind Scripts. Ja? So wie Node JavaScript hat, hat das hier C-Sharp-Script. Keine Angst, man kann es selbstverständlich auch so richtig ordentlich mit Visual Studio programmieren, zeige ich euch in ein paar Minuten. Ja. Gut, speichern wir das Ding. Das war's. Deshalb war das, was ich gemeint habe. Ich nehme Code, schmeiße ihn über den Zaun und sage, mach, betreib für mich. Ich habe jetzt bereits eine Function-URL, die habe ich da jetzt einmal, die kopiere ich jetzt raus und dann gehe ich in meinen REST-Client, in diesem Fall möchte ich mal Insomnia verwenden. Genau, da habe ich schon was vorbereitet. Da schickt man jetzt einfach an dieser Stelle, oh, da ist die Bildschirmauflösung vielleicht nicht ganz so toll, na, das kriegen wir schon hin. Da schicke ich ihm jetzt einfach einen HTTP-Request auf Serverless Hagenberg Live, Azure Websites Net, bla bla bla. Hinten dran hängt dieser Code, seht ihr? Das ist der Code, den er mal standardmäßig gemacht hat, das ist diese Authentifizierung. Und schauen wir uns einmal das Spiel da an. Offenbar hat X gewonnen. Ja? Testen wir. Send und, wenn alles gut geht, Winner X. Beim ersten Mal hat er eine Spur braucht, jetzt senden wir nochmal hin. Seht ihr, jetzt geht es wirklich flott. Testen wir das Ganze, was passiert, wenn wir keinen Gewinner haben? Hurra, Winner 0. Was passiert, wenn der O gewinnt? Ja, machen wir. Send. Ja, Winner O funktioniert. Azure betreibt es. Ich kümmere mich nicht um Server. Kein Remote Desktop, kein SSH, kein Installieren vom Webserver, nichts dergleichen. Die machen das. Kurz weit? Okay. Was passiert im Hintergrund? Was passiert im Hintergrund? Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen reinschauen, was das Ding so tut. Wenn wir jetzt diese Function-App nur mal öffnen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir hier auf die sogenannten Platform-Features wechseln. Und was recht angenehm ist, die App-Services, der Dienst, der hinter Azure Functions steckt, hat eine mächtige, wenn man so will, Entwicklungsumgebung einbaut. Sagt euch Visual Studio Code was? Ja? Visual Studio Code ist implementiert mit Electron, das heißt, die Technologie dahinter ist HTML, CSS und JavaScript. Und wenn Sie schon CSS, HTML und JavaScript haben, was läge näher, als dass man einfach Visual Studio Code nicht nur als Produkt vermarktet, sondern als kleine Azure einbaut. Und das haben wir da. Wir haben quasi hier Visual Studio Code, so wie Sie es gewohnt seid, sehr lokal, aber das läuft jetzt im Browser. Ich habe nur die Titelzeile ausgeblendet. Und hier können wir nämlich jetzt nachschauen, was denn in Wirklichkeit von dem Wizard gemacht wurde. Erstens einmal, er hat ein paar Konfigurationsdateien angelegt. Und dann hat er einen Ordner angelegt, der so heißt wie die Function. Da drinnen gibt es wieder eine Konfigurationsdatei, die schauen wir uns an. Und da sehen wir jetzt, dass die Dinge, die wir gerade interaktiv über das Portal festgelegt haben, eigentlich ist es nichts anderes passiert, als dass er im Hintergrund eine JSON-Datei erstellt hat. Das ist es, was passiert. Wenn ihr mehr die Code-Typen seid und dieses Portal eigentlich gar nicht angreifen wollt, kein Thema. Das kann man als ganz normale Datei erstellen. Ist wunderbar dokumentiert und es gibt auch eine Command-Line-Interface dafür, eine CLI dafür, die unter Linux, unter Mac und unter Windows funktioniert. Also für Azure Functions braucht ihr das Portal nicht unbedingt. Ihr braucht schon gar nicht unbedingt ein Visual Studio. Ihr kann einfach
in einer Konsole auf einem Linux-Rechner meine Azure Function erstellen. Das funktioniert wunderbar. Das funktioniert dann so, man wirft einfach hier eine Shell an. Ich nehme jetzt einmal die Command Shell. Mkdir Functions Demo Hagenberg, genau. Und da machen wir ACD. Und wenn ich da drinnen jetzt zum Beispiel schnell eine Function erzeugen will in der Kommandozeile, dann verwende ich diese Azure Function CLI. Dreimal dürft ihr raten, wie man die installiert. NPM. Die Wurzel von allem, von aller Schönheit und gleichzeitig allem Übel, oder? NPM install minus g, fragt mich nicht, was für ein Package. Und dann gehen wir einfach her und sagen da zum Beispiel func, ihr seht das, da kann ich mit init, kann ich sowas erstellen, func init, dann erstellt er mir schon mal die grundlegenden Konfigurationsdateien und dann kann ich sagen func new und dann fragt er mich so in einem kleinen Assistenten durch, will ich C-Sharp oder JavaScript programmieren? Machen wir mit JavaScript, C-Sharp habt ihr eh schon gesehen. Wie soll das Ding getriggert werden? Ja, wir haben ja gesagt, wir machen einen HTTP-Trigger. Wie soll das Ding heißen? Demo. Okay, und jetzt hat er eine Function angelegt. Wenn ich jetzt nachschaue, jetzt hat er quasi die Demo genau das, was wir vorher übers Portal erstellt haben, eben in der Konsole erstellt. Das Portal ist einfach nur ein bisschen GUI rundum Text, Code. Das können wir natürlich auch starten. Ich kann da sagen func start. Jetzt betreibe ich es lokal mit Debugger und allem drum und dran. Jetzt läuft es bei mir lokal und jetzt brauche ich nur hergehen und das Ding einfach einmal aufrufen. Gehen wir wieder zu unserem Insomnia, legen an dieser Stelle einen neuen Request an, nennen wir Demo, posten das Ding da rein, machen da ein Get und ich glaube, da muss man hinten dran schreiben, Name ist gleich irgendein Name und wenn ich jetzt sage Send, dann sollten wir hoffentlich, jawohl, Hello Rainer zurückkriegen. Das heißt, jetzt bin ich in einem reinen lokalen Development-Szenario komplett plattformunabhängig. Ich brauche kein Portal dafür. Ich kann das betreiben bei mir. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Azure Functions. Habt ihr vielleicht schon von der Microsoft-Strategie Edge Computing gehört? Edge Cloud, Edge, so in die Richtung, oder Fog Computing, dieses Konzept schon mal gehört? Im Bereich IoT geht die Welt im Moment, es schwingt das Pendel gerade ein bisschen zurück. Vor so 2 Jahren war alles Cloud, bitte gebt alles in die Cloud, nichts mehr lokal, alles in die Cloud. Jetzt schwingt das Pendel wieder ein bisschen zurück in eine sinnvolle Größenordnung, wo man sagt, in gewissen Bereichen macht es Sinn, wenn ein bisschen Code vielleicht auch in der Nähe meines Devices läuft. Sagt mir bitte einmal, wie ich eine Produktionssteuerung machen soll, wenn die Produktionssteuerung in der Cloud ist und die Latenz von 25 Millisekunden hat für jede Operation. Das geht nicht, wenn die Produktion entsprechend schnell sein muss. Und deswegen ist es wesentlich, dass wir hier eine Laufzeitumgebung haben, die auch on-premise funktioniert. Wir wollen Functions schreiben, wo der Code serverless in der Cloud läuft, wenn es passt. Aber in gewissen Szenarien will ich exakt den gleichen Code nehmen, ohne dass ich was ändere. Und ich will es zum Beispiel in einem Docker-Container betreiben, aber bitte on-premise, direkt neben meiner Maschine, weil ich vielleicht in dem Szenario die Latenz nicht brauchen kann, die mir die Cloud bringt. Und deswegen ist wichtig zu verstehen, dass Azure Functions serverless bedeutet, aber nicht, wenn wir jetzt auf eine technische Ebene gehen, zwangsläufig Cloud. Ihr könnt es ohne weiteres lokal betreiben. Und natürlich für Debugging-Zwecke ist das auch mega praktisch. Eine Frage, bitte. Ist die Runtime auch in Node implementiert, weißt du, das, was dahinter steht, oder wird es nur durch NPM installiert? Ehrlich gesagt, ich habe nicht nachgesehen, es ist mir auch egal. Ich vermute, dass sie in .NET Core implementiert ist, ich weiß es aber nicht. Es ist mir egal. Es ist über NPM erreichbar. Ja. Microsoft mischt selbst. Die Azure CLI ist in Python geschrieben. Es gibt andere Bereiche, die in Node geschrieben sind. Ob die das jetzt auch in Python, in .NET Core oder in Node geschrieben haben, ich weiß es nicht. Microsoft sagt auf jeden Fall, dass es eigentlich dieselbe Runtime ist, die auch ja. in Cloud läuft. Ja, definitiv. Es ist für... Wieso? Warum? Na, also bei Microsoft macht selbst Microservices. Ganz intensiv. Die haben autonome Teams. Die Teams entscheiden selbst, was sie verwenden. Schaut euch das neue Visual Studio an. Visual Studio 2017, der neue Installer. Schaut euch einmal die Technologie dahinter an. Das ist kein .NET. Schaut euch Visual Studio Code an. Das ist Electron und JavaScript und Node im Hintergrund. Also schaut euch TypeScript an. Es ist wirklich bei Microsoft ist schon lange nicht mehr so, dass man sagt, Microsoft ist gleich .NET. Wenn ich mir so die Info-Messages da oben anschaue, das schaut schon verdammt nach .NET Core aus. Aber mag mich täuschen. Ich behaupte es nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Wenn wir natürlich, müssen wir schon sagen, wenn wir den Luxus haben, Visual Studio zur Verfügung zu haben,
dann wird die Geschichte mit den dann wird die Geschichte mit den, mit dem Entwickeln von Functions natürlich schon um ein Haus angenehmer. Da kann ich nämlich direkt im Visual Studio einfach sagen, hey, gib mir eine Azure Function, da habe ich jetzt wunderschöne grafische Wizards, da kriege ich jetzt ein schönes .NET-Projekt, ein echtes .NET-Projekt, nicht mehr C#Scripts habe, sondern das wird kompiliert. Da habe ich DLLs, da kann ich Unit-Tests schreiben. Da kann ich das modularisieren, da kann ich NuGet-Referenzen machen. Also das ist schon noch, das ist es, was ich eigentlich haben will, wenn ich nicht triviale Functions schreibe. Schaut euch das an, ich gehe da her, gehe in die Function-App, sage an dieser Stelle, okay, bitte fügt mir da hinzu eine kleine Azure-Function, nennen wir sie Tic-Tac-Toe-VS. Werde es jetzt implementieren, wir sagen, wir machen einen HTTP-Trigger, sagen da Tic-Tac-Toe-VS. Okay, so, da haben wir jetzt ein schönes Stückchen C#. Ich könnte da jetzt wieder zum Programmieren anfangen. Das ist jetzt kompiliertes C#. Ja. Kompilieren wir den ganzen Spaß einmal. Setzen wir einen Breakpoint. Build succeeded. Wir können das jetzt im Visual Studio ganz normal mit F5 starten und schaut mal, was da daherkommt. Ich habe unsere Azure Function Runtime. Und da habe ich jetzt so eine schöne URL. Die kopieren wir raus, gehen in unser Insomnia. Packen das da rein, sagen wieder Name ist gleich Rainer, drücken da auf Send und dann bleibt er in dem Breakpoint stehen. Ich kann ordentlich debuggen, ich habe Watchpoints, so wie man es sich vorstellt. Ja. Ich mag nicht da in dem komischen Portal, in einem Editor, der kein IntelliSense bietet, wo ich nicht debuggen kann. Das ist nett für Demos und es ist nett für ganz, ganz simple Anwendungsfälle. Wenn ich eine Function habe, die aus zwei If-Statements besteht, wo ich de facto keinen Fehler machen kann, ist das okay. Aber das ist professionelle Softwareentwicklung. Und mir ist wichtig zu betonen, nur weil wir jetzt Microservices machen und weil das Ding serverless heißt, werfen wir nicht unsere Best Practices für Software Engineering über Bord. Wir sollen weiterhin modular programmieren. Wir verwenden weiterhin Packages. Wir machen weiterhin Unit-Tests. Wir bauen weiterhin schöne Dependency-Injection, wie wir es uns wünschen. Das ist schon wesentlich. Das darf man nicht vergessen, was wir gelernt haben. Okay. Jetzt habt ihr es gesehen, wie man das im Portal anlegt, jetzt habt ihr es gesehen, wie man das in der Kommandozeile anlegt und ihr habt gesehen, wie man das in Visual Studio anlegt. Und zum Abschluss meiner Demo würde ich nur gern was zeigen, was ich vorbereitet habe. So. Ich habe nämlich eine Function vorab angelegt, das ist nämlich genau diese, wo haben wir die da? Das ist genau diese Tic-Tac-Toe-Function, aber in diesem Fall habe ich die Function ein klein wenig aufgeteilt. Und zwar, ich habe Folgendes gemacht. Lasst ihm das bitte nur laden. Ich werde es groß machen. Ich habe leider nur eine sehr geringe Auflösung bei dem Bildschirm. Deshalb blende ich oben die Titelleiste immer weg. Das habe ich heute am Nachmittag in Vorbereitung auf den Talk schon angelegt. Und zwar habe ich eine Node-basierte Function vorgeschaltet. Und das Besondere in dem Szenario ist, dass ich jetzt sage, ich habe in Node ein kleines Microservice geschrieben, das so einen Tic-Tac-Toe-Request entgegennimmt, validiert, sind das gültige Daten, aber dann die eigentliche Gewinnerermittlung an ein weiteres Microservice delegiert. Also ich habe jetzt mehrstufige Microservices. Wie macht man das? In diesem Fall kann man hier unter Integrate verschiedene Inputs und Outputs definieren. Und achtet darauf, hier bei den Outputs habe ich zwei Outputs. Seht ihr das? Ich habe einen HTTP-Output und ich habe einen Azure Service Bus Output. Das heißt, wenn das Ding reinkommt, dieses Tic-Tac-Toe Board, dann schicke ich auf der einen Seite über HTTP einen 202er zurück. Weiß zufällig jemand, was der HTTP-Statuscode 202 bedeutet? Accepted. Accepted heißt okay, entgegengenommen, aber noch nicht fertig verarbeitet. Das ist das, was man typischerweise zurückgibt, wenn man eine Batch-Verarbeitung anstößt. Accepted. Natürlich auch 400, wenn das Board Schrott ist. Ja, ist klar. Das geben wir zurück und gleichzeitig schicken wir aber das Board weiter in eine Message Queue. Gut? Diese Message Queue soll jetzt jemand entgegennehmen, um irgendetwas zu tun. Ja, der soll dann zum Beispiel das irgendwie weiter routen und dann an die C#-Implementierung der eigentlichen Gewinnermittlung weitergeben. Versteht ihr, was ich meine? Also auf diese Art und Weise kann ich Ketten von Microservices bauen über Serverless-Funktionen.
In unserem Fall habe ich mir den Spaß gemacht, dass ich hier als zweiten Schritt eine Logic App reingetan habe. Logic App ist auch eine Variante von Serverless Computing in Azure, nur ist das jetzt eine Variante, wo ich nicht Code schreibe, sondern ich habe eine Workflow Engine dahinter. Ich habe eine State Machine dahinter, die ich grafisch gestalten kann. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, ah, bitte höre auf eine bestimmte Queue. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, oh, du, über die Queue kommt übrigens JSON rein, validiere dieses JSON gegen ein gewisses JSON-Schema, ähnlich wie ein XML-Schema. Ich kann dann sagen, okay, bitte rufen wir jetzt die Function auf, das ist unser Tic-Tac-Toe-Service, das ist unsere Azure-Function. Das heißt, die Gewinnerermittlung wird hier von einem Workflow heraus gestartet. Und wisst ihr, warum diese Engine so mächtig ist, warum man das in Betracht zieht? Wenn ich da nämlich eine neue Action dazu tue, dann schaut euch mal an, was der alles kann. Integrationen zu Adobe, zu was weiß denn ich, allen möglichen Azure-Diensten, zu irgendwelchen externen Diensten, wie Bitly, wie Campfire, wie beispielsweise, was nehmen wir denn noch rein? Was haben wir denn? Mandrill beispielsweise, ja, E-Mails, E-Mail-Service. Oder was könnte man noch? Mailchimp, ein Newsletter-Service. Schauen wir, wie wir da schauen. Mailchimp. Wie schaut es aus mit Dynamics? Also Navision beispielsweise. Na natürlich, Top-Integration. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Diese Logic-Apps sind serverless Microservices, wo aber der Workflow im Mittelpunkt steht. Nicht das Coden von Business-Logik in Form von imperativem Code in C-Sharp oder Node. Und was mein kleiner Workflow hier tut, ist, er geht jetzt her und sagt, er ruft die Gewinnerermittlung auf, dann parsen wir das Ganze und wenn es einen Gewinner gibt, das heißt, wenn da zurückkommt, wenn nicht zurückkommt, no winner, dann verwende ich die Integration von Slack, Slack sagt euch wahrscheinlich, etwas, um bei uns in der Firma eine Message zu posten und zu sagen, hey, wir haben einen Tic-Tac-Toe-Winner. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, der Flow ist jetzt, eingehende Message über HTTP, Node, Microservice. Prüfung, ob die eingehenden Parameter korrekt sind, wenn okay, weiterleiten an eine Message Queue. Message Queue triggert Workflow. Workflow ruft ein weiteres Microservice auf. In diesem Fall eine selbstgeschriebene Function zur Gewinnerermittlung. Wenn es einen Gewinner gibt, rufe ich wieder ein Microservice auf. In diesem Fall ein externes, nämlich das von Slack. Ohne dass ich es programmieren muss. Und der Paste, der schreibt dann das Ergebnis in den Slack-Channel. Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wie das weitergehen kann. Wie diese Orchestrierung hier weitergehen kann. Und damit ihr seht, dass es ja wirklich funktioniert, gehen wir jetzt einfach her in unser Insomnia. So, und da habe ich das vorbereitet. Das ist einfach genau dieser Request. Der sendet das jetzt, damit ihr seht, dass ich nicht cheate, an dieses Tic-Tac-Toe-Node. Das habe ich euch gerade gezeigt. Ihr seht hier an dieser Stelle, wir haben X als Gewinner. Ich sende das dorthin. Wir bekommen, toll, oder? Wenn man was demonstrieren will, dann läuft es natürlich prompt nicht. Es kann sein, dass ich den abgedreht habe vorher. Muss ich kurz kontrollieren. Augenblick. Wo ist mein X? Da ist mein X. Ah, es kann sein, dass ich den vorher aus Kostengründen gestoppt habe. Starten wir ihn mal kurz. So. Canceln wir das Ding nochmal. Und senden wir ihn nochmal. Ja, jetzt haben wir da Status 202. Kann man vielleicht mal. Irgendwie habe ich jetzt gerade kein Glück. Come on. Ich hätte die Hoffnung, dass, das ist meine letzte Demo, wir da vielleicht noch was sehen. Lass mal da kurz einmal reinschauen, ob unsere... Ah, der läuft hier gerade. Schaut gut aus. Da kann ich euch vielleicht zeigen, wie man den debuggt. Da können wir jetzt die Logic-App uns anschauen. Und wir sehen an dieser Stelle, dass alles gut ist. Und die Post-Message wurde gemacht. Ah, ich weiß schon, warum es nicht funktioniert. Ich habe den Slack-Client bei mir nicht laufen. Ganz blöde Idee. So, jetzt läuft Slack. Gut, so, jetzt gehen wir da nochmal rüber in unser Insomnia und jetzt kann ich es euch hoffentlich zeigen. Ah, seht ihr, er blinkt da unten und hier
X is the winner, 19.12 Uhr. Er hat ja die ganze Zeit gesagt, dass X der Gewinner ist. Ich zeige es euch hier nochmal, wenn wir das ändern und hier O gewinnen lassen. Ihr habt es vielleicht gehört im Hintergrund und da ist auch schon der Toast, der reinkommen ist und jetzt kommt es darüber. Also man sieht, dieser Workflow funktioniert tatsächlich. Wir haben jetzt mehrstufige Microservices und wie viele Gedanken haben wir uns über Server gemacht? Keine. Ich hoffe, das hat dieses Beispiel ein bisschen visualisiert und veranschaulicht, wie das so funktioniert. Schön. Was gibt es sonst noch? Die letzten 5 Minuten erlaubt ihr mir bitte noch kurz. Was aktuell im Preview ist und was für mich eine äußerst spannende Erweiterung sein wird, wir freuen uns schon drauf, wenn das endgültig verfügbar sein wird, sind Durable Functions. Durable Functions sind in C# beispielsweise geschriebene Functions, die aber nicht limitiert sind auf eine kurze Durchlaufzeit, sondern Durable Functions, da kümmert sich dann die Engine darum, dass diese Funktion tatsächlich immer weiterläuft, auch wenn sie sehr lange läuft. Denkt zum Beispiel an einen Workflow mit Human Interaction. Wenn ich klassisch serverless habe und hier beispielsweise mit einem Menschen interagieren will und dieser Mensch braucht Stunden, um das zu tun, worum ich ihn bitte, dann kann in diesen Stunden mit meiner Serverless-Plattform eine Menge passieren. Es können Server dazukommen, wegkommen, es kann komplett cold werden, alles Mögliche kann passieren. Und Durable Functions lösen genau das. Die unterstützen dann das Entwickeln von langlaufenden Functions, wo der einzelne Aufruf Sekunden, Minuten, Stunden, Tage dauern kann. Und trotzdem kümmert sich die Plattform darum, dass alles gut funktioniert. Das kann man verwenden für beispielsweise Chaining von Functions, wo dazwischen, zwischen diesen Functions, lange Zeiten vergehen oder diese Functions sehr lang laufen. Das kann man verwenden für Human Interaction Workflows. Das unterstützt auch Fan-Out- und Fan-In-Szenarien. Das heißt, ich starte 10 Functions gleichzeitig und warte mehrere Stunden, bis alle fertig sind und mache dann weiter. Und die Durable Function Runtime wird sich darum kümmern. Aus Zeitgründen werde ich das nicht mehr demonstrieren können, aber wenn euch dieses Thema interessiert, dann findet ihr mit diesem Schlagwort, mit der Suchmaschine eurer Wahl, mit Sicherheit nähere Informationen. Ich wollte mit dem Talk 2 Dinge erreichen. Einerseits wollte ich in der ersten Hälfte erklären, was Serverless auf einer konzeptionellen, organisatorischen Ebene bedeutet. Was muss man beachten, damit man generell mal entscheidet, ist das was für mich oder nicht? Und in der zweiten Hälfte des Talks wird ich euch zeigen, wie es Microsoft versucht, möglich zu machen, dass ich genau so Code und Compute Power konsumiere, wie meine kleine Nichte Strom konsumiert, wenn sie den aktuellen Disney-Film anschauen will. Nämlich anstecken und es geht einfach. Sind wir heute im Bereich IT, im Bereich Cloud schon so weit wie bei Elektrizität? Nein, sind wir definitiv noch nicht. Azure Functions, Amazon Lambda sind erste Schritte in diese Richtung, aber natürlich gibt es da noch eine Menge Entwicklungspotenzial nach oben und die Cloud-Hersteller tun ihr Möglichstes, um diese Plattformen Funktionen zu erweitern. Wir sind damit am Ende von meinem Programm. Ich sage an dieser Stelle schon einmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mir zugehört habt für die vergangenen 70, 75 Minuten sind es ganz genau. Ich hoffe, es war interessant, ich hoffe, es war ein gut investierter Abend. Wie gesagt, ich habe den Vortrag aufgenommen, das heißt, ich werde ihn auf YouTube veröffentlichen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gern mit mir verknüpfen. Ihr findet mich auf Facebook, LinkedIn, Xing und allen möglichen anderen sozialen Plattformen, also jederzeit, sehr gerne. Und dort poste ich dann auch immer, wenn ich irgendwelche neuen Videos mache oder wenn es neue Blogposts gibt oder neue Samples oder ähnliches. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank, ich laufe aber nicht gleich weg. Wir können sehr gerne noch ein wenig diskutieren bzw. noch Fragen ansprechen. Dankeschön.